Jungs. Ich flipp aus. Ihr werdet das nicht für möglich halten. Ich hoffe, es geht nicht wieder um deinen Podcast. Habt ihr ihn endlich angehört? Du hast 15 Minuten alle Hüte aufgelistet, die dir einfallen. Sherlock Holmes Hut, Footballspieler Hut, wütender dämlicher irischer Proletenhut, Katze hockt im Wäschekorb Unterhosenhut, vietnamesischer Die Sonne ist mein Todfeind Hut, Halloween-Maske, die ich hochschiebe, um Süßigkeiten zu essen, Hut. College-Student mit Pizzaschachtelhut. Blauer Hut. Ich glaube, mehr Hüte gibt's nicht. Sag mal, bleibst du bis zur Beschneidung? Nein, das will ich nicht sehen. Er zieht es durch. Es bringt ihn um, aber er zieht's durch. Und wie Sie sehen können, läuft der Verkauf ausgezeichnet. Griffin, Sie sind gefeuert. Ja, ist mir doch egal. Krankenversicherung? Ich habe zwar keinen Job mehr, aber meine Alkoholvergiftung müssen Sie trotzdem bezahlen. Das stimmt doch gar nicht. Ich hätte beinahe diesen Job in der Schule bekommen. Und warum wollen Sie Schülerlotse werden? Ich dachte, es macht Spaß zu entscheiden, welche Kinder vom Auto überfahren werden und welche nicht. Nachdem sich das für dich so schwierig gestaltet. Na gut, du schaffst das. Du kaufst hier seit Jahren ein. Du kennst diesen Laden wie deine Westentasche. Nun, Mrs. Griffin, wo waren Sie auf dem College? Lebensmittel. Können Sie auch am Wochenende arbeiten? Lebensmittel. Sehr beeindruckend. Die nächste Frage ist eine Fangfrage. Lebensmittel? Ich bin eingestellt. Willkommen an Bord. Ich meine, das kann nicht schwerer sein als der Job, den ich in der Bowlingbahn hatte. Bowlerama? Ja, wir haben geöffnet. Oh ja, wir haben eine große Auswahl von Kugeln, die viel zu schwer sind oder zu kleine Fingerlöcher haben. Nein, Sie werden Ihr Handgelenk danach 7 Tage lang überhaupt nicht belasten können. Ja, Sir, alle Joysticks an den Spielautomaten sind komplett mit Pizzafett beschmiert, keine Sorge. Wie war das? Oh, absolut, hier ist immer eine Gruppe Teenager, die Kugeln zu fest werfen und allen Angst einjagen. Nein, hier ist Rauchverbot, aber wir lassen sie rauchen. Ja, alles ist furchtbar, kommen Sie her. Also, Kinder, ich wette, die Hähnchen, die ich zum Abendessen gemacht habe, werden euch schmecken. Ich will mir nicht auf die Schulter klopfen, aber ich habe den ganzen Tag gearbeitet, um sie so... Ach, du Kacke! Oh mein Gott, das bedeutet das... Und das bedeutet auch? Weißt du was, Peter? Du hast dich angestrengt und dir trotzdem den Wein verdient. Komm her, wo ist mein großer, starker Mann? Er zieht gerade eine deiner Blusen an, um sexy auszusehen. Ich will es auf der Bettdecke treiben. Es ist mir egal, ob wir Flecken machen. Tja, das wundert mich nicht. Du musst sie auch nicht waschen. Halt einfach die Klappe und nimm mich. Steh auf! Da ist eine Raupe im Bett! Oh, das bin ich. Und jetzt? Löst das etwas bei Ihnen aus? Nein. Und wenn ich Ihnen mein Tattoo zeige? Gar nichts. Sie haben eine tote Ratte in der Hose, Mister. Irgendwas müssen Sie tun können, Dr. Hartman. Haben Sie schon mal an Scheidung gedacht? Bei einem Single-Mann habe ich das noch nie gesehen. Doktor, was ist mit Viagra oder Cialis? Was meinen Sie? Vielleicht könnten diese Mittel Peter bei seinem Problem helfen. Die sind für Männer Probleme? Ich habe die als Antidepressiva verschrieben. Das Leben wird immer härter und härter. Bist du ganz sicher, dass das funktioniert? Das ist nicht das erste Mal, dass ich eine Sexpuppe steuere. Ich habe volle Kontrolle über deine Genitalien. Bist du sicher? Ja, pass mal auf. Sieht aus wie ein wild gewordener Feuerwehrschlauch. Ach, Peter, nimm ihn aus dem Wasserglas. Ich muss nachher eine Tablette schlucken. Entschuldige, ich muss etwas weiter nach links. Etwas weiter nach links! Komm, Quagmire, du warst 6 Jahre Navy-Pilot, lande das Ding.